Für diese Achterbahn braucht man Mut. Als Fahrgast und auch als Konstrukteur braucht man den Mut, wie beim Sprung vom 10-Meter-Brett. Es geht um den Bau des modernsten und extremsten Spinning-Coasters der Welt. 723 Tonnen müssen geschweißt, transportiert und vor Ort zusammengesetzt werden. Ein logistischer Kraftakt mit vielen Unbekannten. Mit radikalen Schienenfiguren und einem sich drehenden Zug tastet sich der deutsche Weltmarktführer im Achterbahnbau ans absolute Limit heran. Hier entsteht die neue Achterbahn bei der Firma Mack Rides in Waldkirch im Schwarzwald. Der Spinning Coaster trägt noch den simplen Namen 1095, die laufende Produktionsnummer. Für Projektleiter Johannes Joswig beginnt die spannende Phase. Beim Bau von 1095 kommt es auf eine besondere Maschine an und auf die Erfahrung des Arbeiters, der diese Maschine bedient. Hier werden jetzt die Rohre für die Schienen gebogen. Die werden kalt gebogen auf einer 3-Rollen-Biegemaschine. Wir haben hier Rohre, 140 mm Durchmesser, 20 mm Wandstärke. Ein bisschen unterschiedlich, je nach Belastung in den Segmenten, wo die Schiene nachher eingebaut wird. Und über diese Biegemaschine laufen im Prinzip alle Rohre, die wir für Schienen verwenden. 98 Schienenteile in sogenannter Fachwerkstruktur werden es am Ende sein. Die meisten von ihnen sind krumm und winden sich. Erstaunlich, dass die Herstellung der einzelnen Schienenteile noch ganz viel Handarbeit erfordert. Der weltberühmte Hersteller für Achterbahnen verlässt sich dabei für die richtige Schienenrohrdicke ganz auf das Gespür seines Mitarbeiters Rolf Meinold. Das Rohr ist ja immer unterschiedlich dick. Es hat mal 17,5 mm, mal 17,6 oder 17,4 und dann hat es ja jedes Mal durch der anderen Wandung einen anderen Biegedruck. Und da kommt es anders. Und es ist immer unterschiedlich, wie es kommt. Das ist nie durchgängig gleich. Also das heißt, man kann von außen nie sehen, wie es wirklich ist, oder? Das kriegst du erst durch deine... Durchs Biegen, durchs Gefühl kriegt man das dann mit. Ah, jetzt kommt so und so. Eher nicht. Der Schienenspezialist misst den Winkel des Rohrbogens immer wieder nach. Biegen, nachmessen. In kleinen Schritten gibt Rolf Meinold jedem Schienenrohr die richtige Krümmung. Der Mitarbeiter an der Biegemaschine, der Rolf hier, der weiß ganz genau, wo dieses Rohr nachher eingebaut wird. Das heißt, auf seinem Schienenplan weiß er schon die Position von dem Rohr. Das Rohr wird dann, wenn es fertig ist, entsprechend markiert und in die Fertigung nachher in den Schienenzusammenbau weitergegeben. Ja, jetzt sieht man hier, jetzt hat er es markiert. Er hat die Schiene 80, linkes Rohr, Fahrtrichtung in die Richtung angefangen. Rohr links von Schiene 80 ist nur eines von den knapp 300 Stahlrohren, die Rohrbieger Rolf Meinold geduldig und behutsam behandelt. Ich biege am liebsten nicht mehr wie 6 mm, weil sonst gibt es Knicke und Dalle und nichts. Das ist nichts. Und am Schluss immer weniger, dass du behutsamer nachkommst. Den Schienenplan für all die noch zu biegenden Rohre, die im Hof bereit liegen, bekommt er vom Architekten der Achterbahn. Und da gibt es die nächste Überraschung. Die Anlage hat Stefan Alt mit einer weiterentwickelten Architektursoftware designt, die ihren Ursprung im Gaming hat. Und die Ideen für die extremen Figuren hat er sich beim Turmspringen abgeschaut, was er als Freizeitsport neben seiner Arbeit als Achterbahnbauer betreibt. Eine gute Visualisierung hier ist so dieses farbliche Overlay. Da kann man ganz gut sehen, in roten Bereichen werden wir in den Sitz gedrückt. Das ist jetzt noch nicht extrem. Das Rot würde zu einem Pink und dann auch irgendwann zu einem Schwarz werden, um zu signalisieren, das ist zu viel.
Hier sind wir überall nur in maximal roten Bereichen. Ich versuche auch immer, die roten Bereiche nie zu lang zu halten, weil man dann nur noch in den Sitz gedrückt wird und irgendwann auch nicht mehr kann. Blau heißt hier, hellblau heißt, dass man sich schwerelos fühlt. Dunkelblau heißt, dass man wirklich aus dem Sitz rausgehoben wird. Also wäre der Bügel nicht da, würde man aus der Achterbahn rausfallen. Also ich kann jetzt hier den Hügel etwas kleiner machen. Da sieht man dann, dass der blaue Bereich kürzer geworden ist. Wenn ich den Hügel höher mache, sieht man, dass der blaue Bereich breiter wird. Und irgendwann wird es so blau, dass ich mich nicht mehr wohlfühle und sage, nee, das machen wir nicht. Meine Rolle ist ja zweigeteilt. Ich bin einerseits Designer, andererseits Ingenieur. Als Ingenieur ist meine Aufgabe, dass die Achterbahn sicher ist und zuverlässig. Als Designer ist meine Aufgabe, die Achterbahn an jeder Stelle möglichst spannend zu machen. Maßgeblich wird der Fahrspaß am Ende auch davon abhängen, wie gleichmäßig, also rüttelfrei, die Fahrt sein wird. Ob es eine gute Bahn wird, die dem Auftraggeber in Belgien und den Fahrgästen später gefallen wird, entscheidet sich hier und jetzt in dieser Werkshalle. 20 Arbeiter bauen nun aus einzelnen gebogenen Rohren und Metallstreben die gesamte Schienenanlage so präzise wie möglich zusammen. Zehn dieser Diagonalen verbinden computervermessen die gebogenen Rohre zu einem Schienenteil. Insgesamt 12.000 Schweißpunkte festigen den verbauten Stahl zu einer Anlage. Wenn der Zug darüber rollt, muss die ganze Bahn stabil sein, aber nicht starr. Die Last des Zuges, die verbiegt natürlich die Schiene. Die ganze Struktur arbeitet unter der Last, ist aber natürlich alles im elastischen Bereich und so ausgelegt, dass die einfach wieder zurück zu ihrer Ursprungsstruktur geht und wird ausgelegt auf 20 bis 50 Jahre Haltbarkeit. Bis zu 7.200 Personen werden künftig an einem normalen 10-Stunden-Tag die Achterbahn befahren. Doch wo wird die Anlage eigentlich zusammengebaut? Früher, muss man sagen, wurden die Anlagen hier im Hof und drüben, wo unsere Testanlage jetzt steht, komplett zusammengebaut, um sicherzustellen vor Ort, dass die Anlage dann auch funktioniert und zusammenpasst. Heute, haben wir eben gesehen, machen wir das nicht mehr. Heute werden nur noch die Schienen stückweise aneinander gefertigt und wir sind über die CAD-Möglichkeiten, die wir haben, so genau, dass wir sicherstellen können, dass die Anlage vor Ort zusammenpasst, auch ohne, dass wir sie komplett aufbauen müssen. Der Aufbau der neuen Achterbahn findet 700 Kilometer Wegstrecke von Waldkirch entfernt statt. An der belgischen Küste, im Sommerurlaubsstädtchen De Panne. Hierhin werden alle Einzelteile mit dem LKW geliefert. Plopsaland wird das Zuhause des neuen Xtreme Spinning Coasters werden. Dem im Jahr 2000 eröffneten Freizeitpark für Kleinkinder fehlt noch eine Attraktion, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene anspricht. Mit der neuen Achterbahn von MAG will der Betreiber unter die Top 5 der europäischen Freizeitparks aufsteigen. Die Schwierigkeit ist, dass die neue Achterbahn in die Parklandschaft integriert werden muss. Der Hauptschienenteil wird dabei in einem künstlichen See stehen. Um die Fundamente für die Stützen setzen zu können, wurde dieser trockengelegt. Ein 23-köpfiges MAG-Team hat bereits mit dem Aufbau der Pfeiler begonnen. Auf insgesamt 172 Ankerpunkten sollen später die Schienenstützen stehen. Sie wurden mit Laserscannern eingemessen und mit Beton eingegossen. So ein Teil der Bahn steht in einem See. Und noch dazu haben wir da eine Interaktion mit einer anderen MAG-Anlage, mit einem alten Supersplash, der hier direkt daneben steht. Und da muss man natürlich schon darauf achten, dass nachher diese Dinge gut miteinander harmonieren und dass das alles funktioniert. Gerade die Fundamente unter Wasser, das ist schon ein bisschen diffizil. Ein kniffliges Puzzlespiel beginnt mit Schwerlastkran und 97 einzelnen Stützenteilen. Diese hat eine Fremdfirma im Auftrag von MAG gefertigt und geliefert. Weil der Freizeitparkchef die Achterbahn im Sommer feierlich eröffnen will, bleibt den Arbeitern für den Stützenaufbau nur ein kurzes Zeitfenster im Spätherbst. Ausgerechnet zur wetterungünstigsten Zeit geht es hoch hinaus.
das ist jetzt die höchste Stütze, wo wir haben. Da ist Schienenhöhe, Maximumhöhe ist dort 36 Meter. Da wird die Stütze wahrscheinlich so um die 34,5 Meter dann am Ende haben. Um die Einzelteile richtig aufeinandersetzen zu können, hat jedes Teil eine Markierung. Doch hier fehlt diese offenbar. Die Monteure können keine finden und wissen nicht, wie herum das nächste Teil aufgesetzt werden muss. Verwirrung um Stützenteil K23. Na unten, hier kommt keine Markierung. Also dann gehört es nach oben. Ja. Also mal immer Markierung zu. Aber du gesagt, die immer Markierung nach oben. Ja, also wenn unten keine Markierung ist, oben beim Stützenturm gehört es nach oben. Es heißt immer so, dass man die Markierung richtig rum darstellt, also nicht auf dem Kopf. Und dann ist halt doch manchmal fraglich, weil immer Markierung zu Markierung muss. Und wenn halt oben keine Markierung ist und an der Stütze ist eine Markierung, dann ist es immer ein bisschen fraglich, wie rum sie dann wirklich montiert werden muss. Bis jetzt hat es aber immer so weit gepasst. Also so, dass man sie lesen kann. Also nicht auf dem Kopf, also ist das unten. Jetzt muss das Stützenteil mit dem Kran nach oben. Das Ziel ist, den großen Pfeiler, die wichtigste Erhöhung der ganzen Bahn, heute fertigzustellen. Dann wird der Kran wieder verlegt. Das kostet Zeit. Der Parkbetreiber will jedoch so schnell wie möglich den Freizeitpark wieder fürs Publikum aufsperren, um die Investitionssumme von 17,5 Millionen Euro schnell zu erwirtschaften. Das sind die Kosten für die gesamte neue Anlage. Doch gegen Mittag zieht Wind und Regen auf. Das Montageteam muss nun unter erschwerten Bedingungen in der Höhe die Pfeiler zusammenfügen. Zunächst sichern sie die Position der oberen am Kran hängenden Stütze mit einem Metallstift, damit der Stützenkopf nicht ausreißen kann. Ist das Stützenteil gesichert, verschrauben die Arbeiter die zwei Teile schnell mit Gewindeschrauben. Noch können die Arbeiten weitergehen, aber sobald der Wind stärker wird, droht eine Zwangspause. Temperatur ist eigentlich egal. Es ist natürlich nicht sehr angenehm, wenn es halt Minusgrade ist. Wenn halt die Finger abfrieren, dann wird es natürlich auch gefährlich, dass man schnell was aus der Hand fällt, gerade in der Höhe mit den schweren Schrauben. Vom Wind her ist das, ich bin der Meinung, ab 9 Meter pro Sekunde ist beim Kran eigentlich fertig. Bei 30 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit ist Schluss. Und wir zwingen jetzt auch keinen oder tun nicht so viel Druck aufbauen, dass die Leute wirklich sagen, ja, egal was für Wetter ist, jetzt müssen wir montiert werden. Wenn es mal einen Tag gar nicht geht, ja, dann muss das nachgeholt werden. Innerhalb von dem festgelegten Zeitraum. Sechs Wochen für Aufbau von Stützen und Schienen. Dann soll die Achterbahnstrecke komplett stehen. Das ist die Herausforderung. Parallel zum Streckenbau schreitet auch die Fertigstellung des Bahnhofsgebäudes voran. Von hier starten später zwei Züge zeitversetzt. Und hier endet dann auch die Fahrt mit dem Spinning Coaster nach ca. 2,5 Minuten Fahrzeit. Am Ende der Strecke befindet sich bereits eine Evakuierungsplattform für Störungen. Der Bahnhof selbst ist zweistöckig. Wenn der Zug voll besetzt den Bahnhof verlässt, geht es gleich in eine Art Rolle, die sogenannte Yo-Yo-Roll, eine optische Täuschung. Von hier sieht es ja aus, als ob die Schiene nach oben gehen wird. Das ist ja das Besondere, weil der Zug fällt ja quasi links runter, der macht ja hier so eine Roll. Ja, eine ganz tolle Figur. Also wenn man hier sieht, wie der Zug da rauskommt, wie der Dirk schon gesagt hat, die Schiene windet sich, sieht aus, als würde sie eigentlich steigen. Das ist aber nur das Unterrohr, was da steigt. In echt haben wir ein ganz leichtes Gefälle, das dann ein bisschen größer wird in den ersten Launch rein. Der Zug hat keinen eigenen Antrieb. Wie dieser aber nach der ersten Rolle auf 90 Kilometer pro Stunde beschleunigt wird, dazu später mehr. Insgesamt sind für das Projekt 2 Jahre veranschlagt. Die erste Hälfte ist jetzt bereits vorbei.
wenn man die Pläne gesehen hat, man kennt die Pläne so genau, man hat sich das alles zigmal angeguckt. Und das dann in echt zu sehen, umgesetzt, wie es da steht, das ist ein ganz tolles Gefühl. Das ist wirklich großartig, auch so die Größenverhältnisse wahrzunehmen, wie das dann wirklich in Natura so, da so steht, das ist schon schön. Das ist schon ein Schulterklopfer. Währenddessen in einer Mack-Werkshalle in Herbolzheim. Hier feiern die niegelnagelneuen Gondeln des Achterbahnzuges Hochzeit. So nennen es die Mechaniker, wenn das obere Sitzgestell mit dem rollenden Unterbau verbunden wird. Ein Zug hat 4 Waggons à 4 Sitze. Die Besonderheit? Das Oberteil dreht sich. Die Blickrichtung ist also nicht immer in Fahrtrichtung. Das wiederum bedeutet höchste Ansprüche an Sicherheit und Fahrkomfort. Dies sind die Bügel, die die Fahrgäste im Sitz halten. Denn im Spinning Coaster geht die Fahrt mehrmals über Kopf. Gehalten werden immer 2 Bügel von einem Bolzen. Er erlaubt auch das Hoch- und Runterklappen beim Aus- und Einsteigen. Maximilian Röser, Marketingchef des Herstellers, ist glücklich, dass der Zug schon bald an den Kunden ausgeliefert werden kann. Wir haben jetzt eigentlich hier schon den ersten Zusammenbau von unseren Sitzen. Sprich, die Grundstruktur steht schon. Wir haben auf der anderen Seite schon unsere Unterbauten. Und hier werden jetzt die ganzen sicherheitsrelevanten Bereiche eingefügt. Also die Zylinder, die ganzen Verriegelungen, die Sensorik wird hier alles zusammengebaut. Und dann werden die Sitze eigentlich so weit fertig gemacht, dass wir auf das Unterbauteil verheiratet werden können. Was man hier jetzt schön sehen kann, ist, dass wir die neueste Entwicklungsstufe unseres Sitzgestells hier sehen, das nicht mehr komplett verschweißt ist, sondern die Einzelteile werden alle miteinander verschraubt, um Eigenspannungen im Material, die beim Schweißen entstehen, zu vermeiden und auch um für den Kunden spätere Prüfaufwände zu verkleinern, weil natürlich Schweißnähte immer auch eine Fehlermöglichkeit sind und deswegen regelmäßig untersucht werden müssen. Die Schrauben und Muttern sind bestrichen mit farbigem Lack. Ein Siegel, das bricht, wenn sich die Schraube lockert. Bei der Wartung sticht das sofort ins Auge. Das garantiert mehr Sicherheit. Der Unterbau, das Fahrgestell, hat viele sich drehende Teile, um durch Kurven und Spiralen zu kommen. Dieses Radlager bekommt besonders viel Schmierfett, das sich erst nach einer Reihe von Testfahrten gleichmäßig verteilen wird. Doch wie wird der Zug angetrieben? Einen Motor hat er nicht. Stattdessen gibt es einen Magnetlanche. Genauer gesagt gibt es 2 elektromagnetische Abschussrampen auf der Strecke. Sie katapultieren den Zug auf bis zu 90 km pro Stunde über die höchste Stelle. 2 dieser Magnetschubser reichen für die ganze Strecke. Elektrospulen auf der Schiene sind nur ein Teil des Ganzen. Der dazugehörende 2. Teil des Geheimnisses befindet sich in diesen Kisten. Damit die Elektromagnetspulen den Zug beschleunigen können, braucht jeder Waggon solche Dauermagnete. So, so sehen die aus, wenn wir die bekommen. Rot-blau, die beiden Pole. Wenn man hier mit was Metallisch-Magnetischem dran geht, sieht man, wird sofort angezogen. Jetzt ziehe ich das hier drüber und dann sehe ich, das fängt an zu springen. Hier an dieser Stelle ist jetzt der Gegenpol. Das heißt, hier wird es angezogen, hier wird es abgestoßen. Und da sieht man jetzt ganz schön über die Strecke, dass das immer wieder, wenn ich es abhebe, immer wieder abgestoßen wird. Diese Dauermagnete werden im Fahrgestell verbaut und sind von außen später hinter der Verkleidung nicht mehr zu sehen. Gepusht von der unsichtbaren Magnetkraft aus den weißen Statorgehäusen auf der Schiene, erklimmt der Zug die erste hohe Vertikale, 36 Meter hoch. Der Abschussbereich befindet sich gleich nach der ersten Rolle. Das hier sind die Launch-Segmente. Da drinne sind nachher die Spulen, die das Fahrzeug dann antreiben. Hier unten die Gebläse
sind die Kühlung von den Teilen. Also wir übertragen da sehr, sehr viel Leistung. Und um das machen zu können, müssen die Teile auch gekühlt werden. Und dann wird der Zug hier positioniert. Steht dann auf den ersten Launch-Segmenten und wird dann von dem Linear-Synchron-Launch beschleunigt auf, ich denke, auf runde 90 Stundenkilometer, mit denen er dann in die erste hohe Figur geht. Mit einer Stromleistung von 1 Megawatt soll das dann geschehen. Das entspricht einer Gesamtleistung von 1000 Autos. Ein gewaltiger 3700 PS Magnet-Shooter. Doch zunächst muss die Strecke erstmal fertig werden. Die Schienenteile sind da und werden noch im Winter vom Montageteam an den Stützen angebracht. Als erstes entsteht die spektakuläre Vertikale, auf der der Zug später in nur 2 Sekunden hochschießen wird. Für die Monteure bedeutet das nach der Stützenvormontage noch einmal Klettern und Schrauben in 36 Metern Höhe. Ungesichert geht hier gar nichts. Und nur zu zweit sind die Bauteile zu montieren. Doch die Vertikale ist nur ein Anfang. Danach kommen erst die wirklich wilden Figuren. Oben ist eine kleine sogenannte Outside-Banked-Kurve. Und dann geht's so gut wie senkrecht runter in den See. In eine sogenannte Banana-Roll. Gerade bei der Anlage wahrscheinlich sehr desorientierend. Ein vertikaler Looping, ganz klassisch. Ja, die große Schwierigkeit ist, dass man sich die ganze Zeit bewusst sein muss, dass die Gondeln sich gleichzeitig noch drehen. Also der Mensch guckt nicht unbedingt nach vorne, wenn er die Achterbahn fährt. Also er sieht nicht, was auf ihn zukommt. Was aber auf das Montageteam bei Achterbahnprojekt Nummer 10195 nun zukommt, ist der mit Spannung erwartete Schienenschluss. Heute, 12 Tage vor Weihnachten, ist für alle Baustellenleute der eigentlich feierliche Moment gekommen. Das wichtigste fehlende Schienenstück soll eingesetzt werden, im Looping. Damit wäre die Bahnstrecke so gut wie fertig. Jetzt zeigt sich für Bauleiter Johannes Joswig, wie genau Designer und Monteure gearbeitet haben. Was wir jetzt sehen, ist eine Schiene ohne Stützenanschluss, die zwischen 2 Schienen eingebaut wird, die natürlich auch exakt passen muss. Also da ist natürlich auch ein spannender Moment, wenn jetzt da natürlich die Stützen rechts und links 15 cm auseinanderstehen, im blöden Fall 5 cm auseinanderstehen. Ja, dann bauen wir die Schiene nicht ein, dann fällt die durch. Schienenstück Nummer 40 soll erst auf der rechten Seite fest verschraubt werden, dann auf der linken. So lautet der Plan. In 28 Meter Höhe mühen sich die beiden polnischen Monteure ab, die 3,4 Tonnen schwere gekrümmte Einzelschiene anzudocken. Die Monteure kämpfen um den letzten Zentimeter, was der Kranführer von unten nicht sehen kann. Kurva, erst wenn die ersten Bolzen und Schrauben durch die Löcher gesteckt sind, kann das Schienenstück in der Luft nicht mehr ausreißen und alle Beteiligten sind erleichtert. Das Schwierige ist natürlich beim Kranfahrer, dass er natürlich auch ruhig haltet, dass sie halt oben, gerade beim letzten Stück, dass sie sich halt auch nicht irgendwo verquetschen oder so, wenn sie es dann zusammenziehen. Und dann muss natürlich auch immer kontrollieren, dass er auch nicht auf einmal zu viel Gewicht auf die Schiene bekommt. Nicht, dass sie den Kran noch runterziehen. Es wird spannend. Geschafft. Die ersten Schrauben stecken und der Monteur kann die Muttern anziehen. Ja.
Am Boden versetzen währenddessen zwei Stahlbauer Pumpen zur anderen Seite, mit denen sie die Stützen an der noch offenen Stelle hochstemmen können. Der Looping muss jetzt oben geschlossen werden. Und die fangen jetzt an, hier den Turm, also den von außen, die rechte Seite vom Looping hochzupumpen außen. Also sie werden jetzt anfangen, diese drei Stützen, wo hier zu dem Stützenturm gehören für den Looping, werden jetzt hochpumpen. Ohne das Hochpumpen der Stützen wäre der Spalt zwischen letztem Schienenteilstück und Looping-Anschluss zu groß. Es ist eigentlich nur, dass man die zwei Stützen rechts und links weiter zusammenbringt, damit sich oben die Schiene zusammenfügt. Oben setzt das Montageteam einen Kettenzug ein, um das Schließen des Looping-Kreises zu unterstützen. Unten pumpen die Stahlbauer weiter, und zwar synchron. Es ist natürlich auch wichtig, dass sie hier gleichzeitig pumpen. Also es wird keinen Sinn machen, wenn die eine und die andere Seite dann hochpumpen. Also es ist schon wichtig, dass sie gleichmäßig pumpen. Der Monteur oben kann nun die langen Schrauben durchstecken und mit den schweren Muttern festmachen. Zum Schluss gibt es noch mal einen letzten Schlag mit dem Vorschlaghammer. Dann wird ein letztes Mal geschraubt. Wir werden nachher sehen, da hängen dann die Fahnen, die Landesfahnen, die Fahne vom Park, unsere Fahne. Also da ist das Team schon auch in gewisser Weise stolz drauf und berechtigt stolz drauf. Die haben das hier aufgebaut und setzen jetzt einen sogenannten Milestone. Die letzten Schrauben sind fest. Das Höhenmontageteam kehrt sicher auf den Boden zurück. Nach dem Looping-Schluss ist es amtlich. Der modernste und spektakulärste Spinning-Coaster Europas ist fertig und steht in Belgien. 100 LKW-Ladungen waren dazu nötig. In den USA hat die Firma Mack zwar auch eine Schwesteranlage gebaut, doch Achterbahn 10195 ist anders zusammengesetzt und damit einzigartig. Trotz seiner Wuchtigkeit und seiner Gesamtmasse von 723 Tonnen gilt für diese, wie für alle anderen Achterbahnen, das Megakonstrukt muss sich bewegen dürfen, ausdehnen und schrumpfen. Das ist jetzt sogenannte Ausgleichsstück. Das ist ja so, das ist das einzig gerade Stück von der Achterbahn, von dem Coaster hier. Und es ist so, dass sich im Sommer und im Winter dehnt sich der Stahl auseinander. Oder wenn es wärmer wird, dann dehnt sich's und wenn es kühler wird, dann zieht es zusammen. Und das ist hier das Ausgleichsstück. Also das kann hier rein rechnerisch bis zu 5 cm im Sommer und im Winter hin und her sich bewegen. Bei der Rest von der Schiene ist ja so, man hat ja die einzelnen Kurven und dann dehnt sich quasi nur die Kurve bis nach außen oder zieht sich ein bisschen nach innen. Deswegen braucht man jetzt nur hier an dem geraden Stück dieses Ausgleichsstück von der Schiene. Ein kurzes Ausgleichsstück für eine Achterbahnanlage, die vertikale Beschleunigungen bis 4G erlaubt und sich im Parkgelände über 175 mal 135 Meter erstreckt. Doch noch geht hier nichts ohne die dazugehörigen Züge. März 2021. In Herbolzheim sind inzwischen die Gondeln fertig montiert und werden heute für den Transport nach Belgien verpackt, wie ein großes Geschenk. Zwei Lastwagen sollen den ersten Zug mit seinen vier Gondeln und Ersatzteilen abtransportieren, damit in Belgien schon mal erste Fahrtests auf der Schiene gemacht werden können. Zwei Wochen später soll der zweite Zug folgen. Maximilian Röser würde die Gondeln am liebsten für sich behalten. Dieser Coaster hat es ihm besonders angetan. Das ist schon toll. Vor allem, wenn man sich jetzt so vorstellt, ist ja wirklich wie ein Geschenk, das jetzt mehr oder weniger zum Kunden kommt. Und der Kunde freut sich natürlich wie verrückt, wenn endlich dieser LKW da steht.
er macht die Plane auf und dann kommt genau dieses Fahrzeug zum Vorschein. Da so ein Geschenk wünsche ich mir auch ab und zu zum Geburtstag. Ein wertvolles Geschenk. Jede einzelne Gondel kostet eine ganze Stange Geld. Also der Zug, so wie er hier steht, ist sicherlich momentan das teuerste Produkt, das es auf dem Weltmarkt gibt im Bereich von Achterbahnen. Da steckt so viel Detailarbeit drin und so viel Technik und Know-how. Da sind wir sicherlich schon in einem, über einem deutlich teuren Luxusmobil. Ja. Da steht schon mehr als ein Maybach wert ist hier direkt vor uns. Das ist schon so. Der ganze Zug hat einen Wert von etwa 1,5 Millionen Euro. Deswegen verfolgt Maximilian Röser die Verladung ganz genau, wenn der Stapler die erste tonnenschwere Gondel unter Knarzen anhebt. Aber wenn man das hört, sieht man richtig, wie viel Kraft eigentlich dieser Gabelstapler braucht, was ein Gewicht dieses Fahrzeug hat. Es sieht alles so leicht aus, wenn es da mit 80 km/h über die Schiene schwebt, aber was für eine Masse da bewegt wird, das ist fantastisch, wirklich. Die Minuten auf der Staplergabel erzeugen bei dem Achterbahnspezialisten körperliche Qualen. Denn abseits der Schiene ist das Fahrzeug sehr zerbrechlich. Wir sind froh, wenn es auf der Schiene steht, weil da gehört er hin. Er gehört nicht auf dem LKW, sondern wenn er dann sicher auf der Schiene sitzt, dann sind wir natürlich deutlich erleichtert, klar. Die Verladung beginnt. Zunächst hieft der Stapler die ersten drei Gondeln in den LKW. Langsam, aber mit direktem Kontakt zur LKW-Ladewand, damit es nach vorne kein Spiel und somit kein Verrutschen der Fracht gibt. Ebenso Gondel 2 und 3. Es geht leichter als gedacht. Aber immer wieder Herzklopfen. Knapp eine Stunde dauert die Verladung. Dann ist der Lastwagen abfahrbereit. Ins 700 Kilometer entfernte belgische Dupan. Jetzt, da die Gondeln sicher verpackt sind, was kann da noch schiefgehen? Also jetzt unterwegs kann eigentlich wenig passieren. Wir verladen es sehr sicher auf den LKW. Der fährt dann nach Belgien zum Kunden. Dort wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich die ganze Achterbahn und den Wagen anheben müssen, auf die Schiene setzen müssen. Da muss dann alles vernünftig eingestellt werden. Das ist eine sehr präzise Arbeit und danach können die Testfahrten eigentlich schon beginnen. Aber zwischendrin sollte eigentlich nichts mehr passieren. Doch in Belgien erwartet die Lkw-Fahrer bei Ankunft ein heftiger Sturm. So heftig, dass die Fahrer ihre Laster immer wieder umparken als Windschild, damit der Wind die Fracht nicht wie ein Segel packt und von der Staplergabel weht. Für den zweiten Lkw-Fahrer wird dies zu einem Kampf mit den Naturgewalten. Franz Friedel, der nun in Belgien für die Erprobung der Anlage die Leitung übernommen hat, lässt die kostbare Fracht trotzdem entladen. Aber nur mit größter Vorsicht. Die Sorge ist nur jetzt im Gelände, ist natürlich hier haben wir die Heerstraße. Vor Ort haben wir dann alles unbefestigter Weg. Wenn ein Schlagloch kommt, kommt es halt schnell zum Kippeln. Deswegen müssen wir es immer bodennah halten, dass es, wenn es irgendwo kippt, dass es nicht weit fallen kann. Doch schon bei der Einfahrt zur Baustelle schleift der Holzunterbau über den Boden. Es wären eigentlich nur noch 50 Meter bis zum Abstellplatz. Doch diese haben es in sich. Hey!
Am Bahnhof angekommen, sollen die Gondeln mit einem Kran in das Gebäude hineingehoben werden. Weil der Wind aber nicht nachlässt, verschiebt Franz Friedel die Aktion erst einmal auf den Nachmittag. Und obwohl auch dann die Situation nicht viel besser ist, will es der Bauleiter mit ein paar Sicherheitsvorkehrungen wagen. Zum Schutz vor Kratzern befestigt er einfach Karton an den Seitenblenden. Bei meinen Fehlern kann es passieren, dass das Fahrzeug ein bisschen nach rechts oder nach links schwenkt. Wir wollen nicht, dass wir die Verkleidungen beschädigen. Wir sichern mit Seile, dass wir das Fahrzeug von unten aus ein bisschen steuern können. Der Wind hat jetzt ein bisschen nachgelassen. Ich hoffe, dass wir einen günstigen Zeitpunkt erwischen, wenn wir es dann letztendlich jetzt reinbringen. Wir werden es jetzt erstmal ein Stück hochheben und schauen, wie es sich verhält. Wie viel Kraft das man braucht, um das Fahrzeug stillzuhalten in Position. Wenn es uns gleich wegdriftet, dann müssen wir abbrechen. Dann müssen wir es halt noch mal neu versuchen. Es geht los. Das erste Fahrzeug ist am Haken. Franz Friedel dirigiert zwei Mann unten und einen Helfer oben, während der Kran die Last vorsichtig nach oben zieht. Manchmal beginnt das Paket sich wie ein Segel aufzublähen. Dann lassen die Männer die Fracht für einen kurzen Moment in der Position hängen. Jetzt geht es darum, dass die Stützräder an den Seiten genau auf dem Schienenpodest aufsetzen, ohne dass die Finger dazwischen kommen. Dann ist das Schwierigste geschafft. Robbend, mit einer Hand am Kran-Controller, ziehen der Bauleiter und sein Helfer die erste Gondel in den sicheren Bahnhof. Es quietscht noch an manchen Stellen, aber das Fahrzeug ist nun außer Gefahr. Jetzt haben wir es geschafft, alles gut gelaufen. Fahrzeug ist unbeschädigt hochgekommen, also es ist besser gegangen, als ich es eigentlich gedacht habe. Auch die anderen drei Gondeln befördern Franz Friedel und sein Team in den ersten Stock des Bahnhofs. Ein ganzer Zug steht jetzt im Wartungsbereich, bereit für die ersten Testfahrten. Der belgische Freizeitpark Plopsaland zählt mit seinen 50 Attraktionen und bislang 1,2 Millionen Besuchern im Jahr zu den eher mittelgroßen Freizeitparks Europas. Mit dem neuen Extreme Spinning Coaster will der Parkbesitzer jedoch in die Champions League aufsteigen. Doch bevor die neue Bahn am 21. Juli offiziell eröffnet wird, muss der Rollercoaster noch einige Tests absolvieren. Zunächst ohne Passagiere. Und bevor erste Fahrgäste mitfahren dürfen, muss noch der TÜV die Anlage prüfen. In nicht mal zwei Jahren ist aus dem Rohbau ein bunter Bahnhof entstanden, mit See- und Parklandschaft davor. Aber heute ist die letzte Hürde zu meistern, der TÜV-Termin. Wir gehen davon aus, dass keine großen Mängel festgestellt werden, hoffen wir es zumindest. Mack-Achterbahnbauer Franz Friedel ist nur für Zug und Schiene verantwortlich. Aber da in diesem Park vieles zusammenspielt, schauen sich die beiden niederländischen TÜV-Prüfer Koen Messelier und Rick Werkreise die ganze Anlage an. Wir sehen uns den technischen Aufbau an. Wie hier die Bremsen und die Druckluftanlage und alles drumherum. Also die ganze Anlage, zum Beispiel auch Bäume. An dieser Stelle entdecken die Prüfer einen großen Ast, der zu weit in die Bremszone ragt.
Der Ast muss vor der Eröffnung entfernt werden. Es ist ja hier eine Evakuierungsplattform. Wenn der Zug in der Bremse stehen bleibt, dann müssen ja die Gäste hier evakuiert werden. Es sollen natürlich keine Äste, später der Baum wächst ja noch, es können die Äste meinetwegen tiefer hängen oder sogar runterfallen, wenn es sehr windig ist. Deswegen wollen sie die noch etwas beischneiden, damit hier eine sichere Durchgangshöhe erreicht werden kann. Im nächsten Schritt überprüfen die TÜV-Männer die Sicherheitszonen rund um die Schienen. Sind die Zäune sicher? Und wer hat Zugang? Wir haben eine Schließanlage. Natürlich gibt es ein Schloss. Ist das ein Spezialschloss? Ja, ich denke mit Sonderschlüssel. Den habe ich erst gestern bekommen. Ja. Das müssen wir erst noch prüfen, ob auch nur Befugte Zutritt haben. An einer Stelle moniert der TÜV den viel zu kleinen Abstand zwischen Schutzzaun und Schiene. Hier muss der Park vor der Eröffnung nachbessern. An dieser Stelle ist man zu nah an der Schiene. Wenn Sie sich mal umdrehen würden und den Pfosten anschauen, der ist einfach zu nah. Auch von draußen gelangt man sehr leicht daran. Das könnte die Finger abtrennen. Oder mit dem Regenschirm. Wir sagen nicht, dass alle so sind, aber wir haben schon wirklich viele dumme Sachen gesehen. Das ist sehr leicht. Und es ist sehr leicht, so, und das sollte vermieden werden. Die Lösung ist, dass man ein zusätzliches Netz oben in solch einem Winkel anbringt, um Leute davon abzuhalten, dass sie in die Fahrbahnschiene hineinfassen. Was die Prüfer interessiert, sind vor allem die Zugänge des Wartungspersonals und Notausgänge. Die Schiene selbst schauen die Prüfer erstaunlicherweise nur kurz an. Man muss dazu wissen, vorausgegangen sind die Prüfungen der Baustellendokumentation, Schweißzertifikate und Arbeiterzeugnisse. Papiere reichen dem TÜV als Schienencheck. Der Zug ist das Entscheidende bei der Achterbahn. Deswegen richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Zug. Zunächst überprüfen die TÜV-Männer das Fahrgestell und die Befestigungen aller Bauteile. Dann lassen sie sich von Bauleiter Franz Friedl die Sicherheitstechnik an den Sitzen zeigen. Hey Franz, bitte erklär uns mal die Haltevorrichtung, den Verschluss und die Kontrollfunktion. Ja, momentan haben wir keinen Strom. Wenn ich jetzt manuell öffne, dann rastet das Schloss ein. So funktioniert die Bügeltechnik. Wenn man auf Knopf drückt, werden die Bügel geschlossen. Nicht mit Druck natürlich. Die Bügel schließen sich durch das Eigengewicht, werden aber dann über zwei redundante Zylinder verriegelt. Sollte die redundante Hydraulik versagen, ist hier noch eine mechanische Verriegelung, die dann wirken würde, sodass der Bügel auf gar keinen Fall aufgehen würde. Die TÜV-Prüfer bleiben 3 Stunden vor Ort. Es ist der erste von 2 Terminen. Es gibt also eine Nachprüfung als Chance für die Beseitigung von Mängeln. Im Bahnhof entdecken die Prüfer noch etwas. Am Fuß einer Stützsäule hat das Betonfundament einen Riss. Die Stütze hier ist jetzt statisch, sage ich jetzt mal, nicht kritisch. Wir haben natürlich hochbelastete Stellen, da wäre sowas schon, ich sage jetzt mal, nicht gut. Weil im Prinzip soll der Beton soll ja die Last vom Anker aufnehmen. Wenn er sich natürlich auflöst, dann haben wir die ganze Lasteinwirkung auf den Ankern. Und die Anker sind natürlich nicht
für die hohe Belastung gebaut. Also das wird dauerhaft wird das ein Problem werden dann. Sicher, das ist nicht gut. Aber ich denke nicht, dass das allein einer Öffnung der Achterbahn im Weg steht. Wenn wir unsere Gutachten machen, haben manche Punkte Priorität. Bei anderen hat das 1 bis 2 Monate nach der Zulassung Zeit. Die beiden TÜV-Prüfer haben alles gesehen. Ein TÜV-Siegel können sie noch nicht geben. Es gibt noch ein paar Probleme, die vor der Eröffnung gelöst werden müssen. Betrifft aber mehr die Gebäude und die Anlage drumherum. Aber es war gut. Franz Friedl erhält in den nächsten Tagen den Prüfbericht mit einer Mängelliste. Ich bin soweit zufrieden. Ich erwarte nicht große Punkte jetzt, die uns betreffen. Vom mechanischen und vom Stahlbau her ist alles soweit in Ordnung. Das heißt, der Kunde wird ein paar Auflagen bekommen oder ein paar Dinge noch machen müssen. Es sind bei den Treppenaufgängen zum Beispiel die Geländer sind halt einfach noch nicht installiert. Das heißt, solche Dinge werden halt jetzt noch erwartet, dass das fertiggestellt ist bei der nächsten Abnahme. Um es vorwegzunehmen, die Achterbahn bekommt das TÜV-Zertifikat und darf nach nicht einmal 2-jähriger Bauzeit die Tore fürs Publikum öffnen. Von nun an sollen pro Stunde 720 Personen die Fahrt erleben können. ...160 Sekunden Fahrt durch Jojo Roll, Cliffhanger, Looping und Banana Roll. Der Tag der Eröffnung. Kurz bevor erste Fahrgäste zur neuen Achterbahn strömen, gönnen sich Projektleiter und Designer ihre erste persönliche Fahrt. Projekt 10195 hat nun einen klangvolleren Namen. Right to Happiness. Der Parkbetreiber ging eine Partnerschaft mit dem Musikveranstalter Tomorrowland ein. Die Fahrt ins Glück, für die Erbauer aufregend. So. Okay. Jetzt geht's dann los, wenn's wahr ist. Wie werden sie reagieren? Was kriegen sie überhaupt von der Fahrt mit? Wir sind mit der Kamera dabei. Und los geht's. Der Magnet-Launch. Beschleunigung auf 90 Kilometer pro Stunde. Der Cliffhanger. 90 Grad senkrecht. In die Banana Roll und dann in den Looping. Eine Zwischenbeschleunigung in Launch 2 und dann geht es schon zurück Richtung Bahnhof durch einen doppelten Dive Loop. Obwohl die beiden Konstrukteure vom Plan her die Bahn in- und auswendig kennen, sind sie schwer geplättet. Genau wie ganz normale Fahrgäste. Alter Schwede, fetzt die Anlage. Alter, irre. Echt gut. Echt sauber gemacht. Was ein Teil. Stefan hat's echt gut gemacht. Also da ist keine Ecke drin. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Also Schienenfertigung, Hut ab, wie sie das hinbekommen haben. Klasse Arbeit. Ja, richtig gut.
Alles steht bereit. Der belgische Freizeitpark Plopsaland öffnet die spektakuläre, knapp einen Kilometer lange Achterbahn. Projektleiter und Designer kriegen von ihrer eigenen Achterbahn nicht genug. Weil sich die Wagen frei drehen können, ist jede weitere Fahrt je nach Personenverteilung immer wieder neu. Wer hier mitfahren will, muss etwas mehr als 40 Euro für das Tagesticket zahlen und mindestens 1,30 Meter groß sein, was sinnvoll ist. Denn der Spinning Coaster wirkt mit seinen extremen Vertikalen und 5 Überschlägen mit bis zu 4-facher Erdbeschleunigung auf den Körper. Die Jagd nach der spektakulärsten Achterbahn der Welt geht weiter. Nachdem Projekt 10195 abgewickelt ist, sitzen die Mack-Leute schon an der nächsten Nummer.